Hallo Leute, in Part 27 von Let's Play Black Mirror 3 sind wir hier mit Adrian im Wald bei einem Felsbrocken und einem mysteriösen Spalt, umgeben von Menhiren. Und ich glaube, mal schauen nochmal, was in dem Spalt ist. Hier ist ein Spalt unter dem Fels. Könnte ein Kaninchenbau sein. Die Frage ist doch, was ich jetzt hier machen kann. Kann ich den Metalldetektor hier verwenden? Nein, das geht nicht. Den Ast dazwischen schieben geht auch nicht. Große Bauschaum geht auch nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Nö, ansonsten scheint hier nichts. Leere Plastikflasche wird hier auch nicht helfen. Gut, hier müssen wir irgendwas machen, Leute. Ich weiß allerdings noch nicht was. Nochmal, vielleicht sagt er nochmal was. Ah, Moment. Hier ist ein Spalt unter dem Feld. Könnte ein Kaninchenbau sein. Tagebuch. Zugang zum Portal. Es gibt eine Steingruppe mitten im Wald. Irgendwie kommt mir dieser Ort bekannt vor. Ich glaube, das ist der Steinkreis, in dem der kleine Vic ermordet wurde. Ja, das hatte ich im letzten Part ja auch schon spekuliert. Er wurde von Samuel auf einen der Steine regelrecht zerfleischt. Es gibt jede Menge Zeitungsartikel darüber und ich habe Fotos davon gesehen im Museum. Im Felsen in der Mitte gibt es ein Loch. Ich wüsste gerne, wie tief es ist. Habe ich denn irgendwie was Schnurmäßiges, um zu messen, wie tief das ist? Nein, habe ich nicht. Viel Sprit war in dem Auto auch nicht mehr. Der Kanister ist gerade mal halb voll. Würde mich jetzt auch interessieren, was wir mit dem Kanister machen. Auf jeden Fall wird unser Inventar jetzt ein bisschen kleiner immer. Schlüsselbund, Pfad. Genau, ich denke, wir können uns jetzt hier gefahrlos hinbegeben. Wo wollen wir denn hin? Schloss. Was haben wir nicht hier? Ich gehe mal zum Schloss. Quasi der Wurzel allen Übels. Briefkasten. Ein leerer Briefkasten. Black Mirror. Ich weiß noch nicht, Leute. Eingang. Zweimal Eingang. Ah, Moment mal. Bohrhammer. Was war denn mit dem nochmal? Ich betanke das Ding gleich. Ah, ach, dafür haben wir das Benzin gebraucht. Voll. Ja. Boah, ganz schön schwer. Boah. Mein einsatzbereiter Bohrhammer. Ach, und mit dem müssen wir jetzt bestimmt zum Felsen zurück. Manchmal schauen wir mal, ob diese Felsengruppe eingezeichnet. Das Steinkreis im Wald. Schaut mal, wie der jetzt wuselt. Ui. So, kann ich jetzt hier mit Le Bohrhammer den Felsen zerkleinern? Das wäre doch mal sinnvoll. Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Eigentlich wäre es total sinnlos. Das wollte ich schon immer mal machen. Puh, der Fels ist härter, als ich dachte. Mehr als 2 Dutzend Löcher habe ich jetzt gebohrt, aber er will einfach nicht brechen. Sprit habe ich auch keinen mehr. Und es ist verdammt kalt geworden. Okay. Der Spalt ist nicht mehr zugreifbar. Löcher? 2 Dutzend Löcher. Alle etwa einen halben Meter tief. Tja, wo ist Dynamit, wenn man es mal braucht? Den Bohrhammer lässt er auch liegen. Bauschaum. Ich könnte doch... Na, was soll mir denn das bringen? Plastikflasche. Eine leere Plastikflasche. Da war mal stilles Wasser drin. Stille Wasser sind tief. Kann ich jetzt hier? Nein. Verlängerungskabel. Wüsste ich nicht, was das bringen sollte. Den Ast reinstücken. Ach, Brief vom Vatikan. Bauschaum braucht man nicht. Schlüssel... Bleistift reinstecken. Bringt, glaube ich, auch nichts. Nein. Nochmal? 2 Dutzend Löcher. Alle etwa einen halben Meter tief. Hm.
Gut, Tagebuch. Im Felsen in der Mitte gibt es ein Loch. Ich weiß nicht, wie tief es ist. Es ist verdammt kalt geworden, aber trotz der ganzen Löcher in den ist der Stein immer noch zu schwer, als dass ich ihn beiseite schieben könnte. Ich muss mir also etwas anderes einverlassen. Vielleicht macht sich ja endlich mein abgebrochenes Physikstudium bezahlt. Lieber Adrian, Darren, da hast du auf jeden Fall mir was voraus, denn ich habe kein abgebrochenes Physikstudium. Da wäre jetzt ein kleiner Rat, was wir hier tun müssten. Ganz okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zum Schloss zurück. Ach, da kann ich aber auch über die Karte gehen. Schloss. Ah, ich gehe gleich zur Schlosshalle. Okay. Habe ich hier noch irgendwas, was mir... Weil hier sind ja Baustellen und verschütteter Durchgang. Der linke Flügel des Schlosses ist jetzt doch eingestürzt. Der verbotene Flügel da. Hier waren doch so mehr so Werkzeugsachen, oder? Ein Topf. Vielleicht hilft uns ja der Topf weiter, wie auch immer er das tun soll. Ein leerer Topf? Schätze, die Handwerker haben sich damit ihr Mittagessen warm gemacht. Momentan habe ich keine Idee, was ich mit dem Topf soll. Ich lasse ihn lieber hier. Ich auch nicht. Ansonsten Keller. Ach ja, da unten ging es ja nicht weiter. Da geht er nicht runter, weil es so dunkel ist. Hier ist es finster. Ja, okay. Und wir haben auch nichts, womit wir hier Licht machen könnten. Wir haben nicht mal mehr unsere Leuchtsticker. Eimer. Was ist denn das für ein Eimer nochmal? Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt mal nochmal hinten im Garten nach, ob da, im Gartenhäuschen meine ich, im Gewächshaus, ob da irgendwas Sinnvolles ist. Da oben Pflanzenchaos. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Den Box sozusagen zum Gärtner gemacht. Brunnenschacht. Mehr hat dieses Loch nicht zu bieten. Pflanze. Wird uns in dem Fall jetzt auch nicht eine helfen. Eine vertrocknete Pflanze. Nichts weiter. Ja, Leute. Ich bin etwas überfragt. Ich meine, außer dass es jetzt hier Nacht ist. Halt, nein. So. Das sieht übrigens sehr schön aus. Straße zum Wald. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich mache hier mal einen kurzen Cut und schaue mich offscreen mal ein bisschen um. Und wenn ich was finde, rausfinde, dann seid ihr sofort wieder mit dabei. Bis gleich. Ja, sorry Leute, leider hat es etwas gedauert und es tut mir leid, ich musste in der Lösung nachschauen, denn das sind so Sachen, da kommt man im Leben nicht drauf. Und klar, wenn man ein abgebrochenes Physikstudium wie Adrian Gordon hat, dann weiß man das natürlich, aber ansonsten weiß man es nicht. Wir müssen, haltet euch fest, die Plastikflasche, diese hier, mit diesem Wasser füllen. Das macht ja auch relativ... Fertig. Die Flasche ist jetzt voll Wasser. Trinken würde ich es allerdings nicht. Genau, was machen wir denn damit? Die Flasche ist wieder voll mit Wasser. Die Qualität ist aber wohl eher nicht zum Trinken geeignet. Zum Trinken nicht, aber für ein physikalisches Experiment ist es sehr wohl geeignet. Nämlich, wir gingen jetzt mal hierher. Oh, schau, wie viel der mitten in der Nacht rumlaufen muss. Wuff. Wir gehen jetzt hier nämlich her. Hier sehen wir die Löcher nämlich auch sehr schön. Und Physik, und vielleicht ist da auch ein bisschen Chemie mit dabei, heißt, wir füllen jetzt dann... 2 Dutzend Löcher. Alle etwa einen halben Meter tief. Wir füllen jetzt dieses minderwertige Wasser hier in die Löcher rein. Heute Nacht wird es starken Frost geben und das Wasser kann gefrieren. Dadurch dehnt es sich aus und theoretisch sollte das den Fels knacken. Jedenfalls sollte es das, wenn das Physikstudium nicht komplett umsonst war.
Das ist nämlich das Physikstudium-Geheimnis. Na halt, ich brauche noch etwas, um die Löcher zu verstopfen. Ansonsten habe ich morgen nur Eiszapfen in den Löchern stecken und der Fels ist noch heil. Ach so, nochmal? Die Löcher sind fast bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Und jetzt brauche ich was, um die zu verstopfen. Bauschaum. Bauschaum. Perfekt. Der Bauschaum härtet aus, wenn er mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Und dann ist er ziemlich stabil. Das sollte verhindern, dass das Eis aus den Löchern kommt. Jetzt muss ich nur noch bis morgen warten. So. Heißt das, ich gehe jetzt wohin? Die Löcher sind mit Wasser gefüllt und abgedichtet. Jetzt kann ich nur noch warten, bis das Wasser friert und sich ausdehnt. Das werde ich aber lieber in meinem etwas wärmeren Schloss tun. Ich hoffe, das Schloss ist warm, lieber Darren. Ach, lieber Adrian. Hallo? Map? Black Mirror Schlosshalle. Okay. Wir sind nicht in der Schlosshalle. Wir sehen hier Bobby. Vor unserem Schlosstor sitzen. Bobby. Was macht Bobby denn hier? Er sieht sehr traurig aus. Glaube, dann fragen wir ihn doch mal danach, oder? Hallo, Bobby. Bobby? Hey, Bobby. Was ist los? Tom hat mich gehauen und rausgeworfen. Warum, weiß ich nicht. Macht er das nicht ständig? Nicht mit Prügel. Wieso gehst du nicht zur Polizei? Da war ich schon. Der Inspektor hat mich weggeschickt. Er will von mir nichts hören, hat er gesagt. Denise hat mich auch weggeschickt. Sie sagt, ich soll mich nicht beschweren. Und jetzt sitzen alle im Pub und lassen mich nicht rein. Wieso sind die denn so gemein zu dir? Geld für Hotelzimmer im Schloss wohnen. Geld für Hotelzimmer? Ich würde dem nicht zumuten wollen, in Black Mirror Castle zu wohnen. Soll ich dir ein bisschen Geld geben, damit du im Hotel wohnen kannst? Nein, ich will kein Geld mehr haben. Tom nimmt mir immer alles weg. Dann im Schloss wohnen. Du könntest bei mir im Schloss übernachten. Das ist sehr nett, Darren. Aber ich mag das Schloss nicht. Ich will nicht sterben. Ich kann's verstehen. Tom die Meinung sagen. Soll ich mal mit Tom reden? Das ist keine gute Idee. Er will dich umbringen. Aber du sagtest doch, der Inspektor ist mit im Pub. Ja? Er ist sicher nicht so dumm, mich vor dessen Augen umzubringen. Außerdem hat der Kerl endlich mal eine Abreibung verdient. Ich kann mir das nicht länger tatenlos ansehen. Ich klär das für dich. Hoffen wir, dass der Inspektor wirklich da ist. Ansonsten wird das Toms letzte Nacht. Tom, komm mal wieder runter. Du hältst die Schnauze. Ich will jetzt verdammt nochmal wissen, wo du die Kette her hast. Warum sollte ich dir das sagen? Bah, das ist... Die hatte ich einem Freund ausgeliehen als Pfand. Die war nicht dazu da, sie zu verschenken, verdammt! Freund? Seit wann ist Bobby dein Freund? Was hat denn Bobby damit zu tun, ne? Ey, was soll das denn? Lass deine Finger von Denise! Sonst wanderst du direkt in den Bauch! Halt du dich da raus, du! Dorfbolle! Pass auf, was du sagst, Bürschchen! Was soll das mit Bobby? Was hat er mit der Kette zu schaffen? Na, er hat sie mir geschenkt. Vorhin. Zum Geburtstag. Was? Das kann doch nicht... Ich bring ihn um, diesen Penner! Wenn hier jemand mordet... Dann bin ich das. Was zum Geier will die Pfeife denn hier? Du hörst mir jetzt ganz genau zu, stinkender, hirnloser Scheißhaufen. Wenn du, Bobby, noch ein einziges Mal auch nur ein Härchen krümmst, dann wirst du dir wünschen, niemals geboren worden zu sein. Hast du das kapiert? Oh, eure Lordschaft geben Befehle. Hey, Bulle, hol die Handschellen raus. Der Typ da hat Phil umgebracht. Jetzt reicht's aber. Du bist ja völlig betrunken. Ich dachte, dein Bruder wäre der Dümmere von euch beiden. Und es läge daran, dass du nicht nur der Bruder, sondern auch sein Vater bist. Aber
Aber jetzt sehe ich ein, dass es genau andersherum sein muss. Verdammt. Angelina, sie war wirklich böse. Von Anfang an. Diese schwarzen Augen. Wie ein Dämon, eine Hexe. Ich denke, ihr Unterbewusstsein verarbeitet ihre Beziehung zu ihr. Nein, das ist nicht mein Unterbewusstsein. Ich erinnere mich an diese Begegnung, an ihr Gesicht. Was war das für ein Spiegel? Und wo war das? Diese Erdspalte, Sie erinnern sich? Ich bin hineingeklettert, um Angelina zu helfen. Dort unten war ein großer Raum, da stand dieser Spiegel drin. Vielleicht war es eine Höhle mit einem unterirdischen Fluss. Und das Spiegelbild darin war einfach nur verzerrt. Nein, tut mir leid, Doc. Vor ein paar Tagen hätte ich Ihnen das noch abgenommen. Aber diesmal bin ich mir absolut sicher, dass es keine Einbildung oder irgendein Zaubertrick von meinem Unterbewusstsein ist. Es ist wirklich passiert. Entschuldigen Sie kurz. Dr. Winterbottom? Ja, er ist noch hier. Wir sind... Können wir... Ja, ist gut. Ich sag's ihm. Hallo, hier spricht Obermacker Spooner. Wir haben eine Leiche gefunden und wollen diesen Gordon sofort verhaften. Schicken Sie ihn unverzüglich her. Fast. Es war der Constable. Der Inspektor wartet im Café auf Sie. Sie sollen nach der Sitzung mal vorbeikommen. Im Café? Will er mir eine Runde Donuts spendieren? Warum nicht? Adrian, es ist an der Zeit, Frieden zu schließen mit der Welt. Warum nicht mit dem Inspektor anfangen? Schon gut, Doc. Ist vielleicht alles ein bisschen viel. Die laufenden Ermittlungen gegen mich. Die ständigen Verdächtigungen. Die Visionen. Das Schloss. Das erdrückt mich. Weil Sie alles allein machen wollen. Lassen Sie sich helfen. Von mir, vom Inspektor und, warum nicht, von einem Butler. Ja, ich glaube, ein Butler wäre genau das Richtige für Sie. Sie haben richtig gelegen mit Ihrer Entscheidung. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Was für eine Entscheidung? Dass zu einem Schloss ein Butler gehört? Nein, dass Sie damals nicht Pathologin geworden sind, sondern Psychologin. Die Entscheidung meine ich, Doc. Oh, danke, Adrian. Bis später, Doc. Bis da... Ja, und wenn du Medizinerin geworden wärst, dann hättest du auch kapiert, dass Rauchen ziemlich ungesund ist. So, da landen unsere Gesprächsprotokolle auch drin. Ob da meine Gesprächsprotokolle... Ja, Dr. Winterbottom? Ich habe gerade keine Fragen an Sie. Okay, dann gehen wir mal ins Café zu Denise und Spooner. So, wo war das nochmal auf der anderen Seite der Brücke? Polizei. Nanu? Wo ist denn die Fleischkapuze hin? Fleischkapuze? Weiß ich jetzt nicht genau, wen du meinst. Da hinten steht jemand und diskutiert. Ist das nicht der Spooner? Mit jemandem? Gehen wir mal in Richtung Café. Ganz behutsam. Hi, Adrian. Da ist der Inspektor. Das ist... Ach ja, genau. Edward hieß er. Reden wir mit Edward mal als erstes.
Hi, Edward. Ah, Mr. Gordon. Mein Beileid nochmal. Danke. Kann ich Sie etwas fragen? Natürlich, Sir. Museum. Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art, speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren, als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Ja, gut, die Tür... Ich gehe da besser vorerst nicht mehr rein, sonst erteilt Denise mir noch Hausverbot. Ja, wo ist sie eigentlich denn so eilig hin? Gut, Leute, ehrlich gesagt, von einem Streitgespräch mit dem Inspektor Spooner, da habe ich im Augenblick so gar keinen Bedarf. Und würde sagen, das geben wir uns dann am Anfang vom nächsten Part von Let's Play Black Mirror 3. Ich glaube, dass hier noch einiges passieren wird, bevor wir Licht in das ganze Dunkel bringen können. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.